Newcastle ist der Schauplatz unserer heutigen Partie, nämlich der St. James's Park. Schön, dass Sie dabei sind. Ihre Kommentatoren heißen wie üblich Wolf Fuß und Frank Buschmann. Wir zeigen Ihnen heute eine sehr interessante Partie. Newcastle United gegen Union Berlin. Also ich denke auch, das wird klasse. Ein absolutes Highlight. Holt sich den Ball. Hier ist die Aufstellung von Newcastle United. Torwart ist heute Nick Pope. Bruno Guimaraes steht mit Sandro Tonali im Zentrum. Und sie starten nicht so offensiv, vorne nur ein Stürmer. Naja, aber wenn aus dem Mittelfeld Unterstützung kommt, dann kann das klappen. Hier ist die Aufstellung, so gehen die Gäste heute in die Partie. Frederik Renault ist im Tor. Robby Knoche spielt mit Diogo Leite in der Verteidigung. Und sie gehen mit zwei Stürmern in diese Partie. Auf die wird es heute natürlich ankommen, die sollen die Tore machen. Wichtig, er holt den Ball. Joey Linton. Das ist Isak. Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Klar, wenn du dieses Tempo hast, dann kannst du die 1-gegen-1-Situation suchen, kannst sie forcieren. Dann hast du ganz schnell danach Überzahlsituationen, die eben diese Torgefahr bringen. Aaronson. Weiter am Ball, Abwehr findet kein Mittel. Miguel Almiron. Das ist Isak. Da kommen sie in Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. Diogo Leite. Das ist Gosens. Alex Krall. Chance zur Führung. Den Ball hat er. Joey Linton. Er holt sich diesen Ball. Alexander Isak. Schöner Vorstoß, das könnte durchaus gefährlich werden. Gute Szene, aber gibt Abstoß. Diogo Leite. Gosens. Das war's für diese erste Hälfte. Wir hören den Pausenpfiff. Bisher ist es heute eine ziemlich durchwachsene Leistung, oder? Wenn ein Mann von dieser Klasse so schwach spielt, dann hast du es als Mannschaft schwer. Sehen wir ja auch am aktuellen Ergebnis, bisher nur Remis. Der zweite Abschnitt kann beginnen hier im St. James's Park. Bruno Guimaraes. Tonali. Nur noch der Torwart vor sich. Und jetzt haben wir hier das erste Tor. Da ist das erste Tor und es hat bis in Durchgang 2 gedauert. Alex Krall.
Vielleicht der Ausgleich. Er kommt nicht durch mit dem Pass. Der Verteidiger passt auf. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Guter Pass, das könnte es sein. Unter Druck geht der Ball ins eigene Tor, ist das bitter. Und damit alles auf Anfang, es steht 1:1. Burn. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Joe Linton. Das ist Bruno Guimarães. Das kann die Führung werden. Starkes Tackling hier. Das Pressing ist da. Alex Krall. Diogo Leite. Immer noch dieses Remis, aber noch wäre hier Zeit für den Siegtreffer. Er verteidigt den Ball mit viel Einsatz. Alex Krall. Gefährlich. Sie machen das Tor. Und damit die späte Führung. Jetzt läuft die Zeit für sie. Durch. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Alexander Isak. Botman. Gleich ist hier Schluss, aber Sie können den Ausgleich noch packen. Jetzt bekommen Sie die Chance. Sandro Tonali. Und damit war es das für heute. Schlusspfiff. Die Gastgeber haben also verloren. Ausschlaggebend für diese Niederlage war natürlich dieses späte Gegentor. Darauf gab es keine Antwort mehr. Das war gut, was er heute angeboten hat. Das Führungstor war unheimlich wichtig in dieser Partie, ist immer da, immer zur Stelle, übernimmt Verantwortung und hilft der Mannschaft damit natürlich enorm. Nicht nur heute bei diesem schönen Sieg.